Ja, also zum ersten Mal habe ich mich mit Leopold Mozarts Violinschule beschäftigt als Kind. Das ist mehr eine Anekdote. Am Bücherschrank meines Vaters, wo dieses Buch zu sehen war, als Buchrücken und der Name Leopold Mozart war mir als Komponist geläufig von Stücken, die ich als Kind gespielt habe, hat mir das eigentlich sehr viel Respekt eingeflößt und schien mir sehr weit weg. Zum ersten Mal habe ich mich mit der Violinschule Leopold Mozarts beschäftigt, als Kind noch, als ich hier ins Mozarteum eintrat und meine wichtigste Geigenlehrerin eigentlich hatte, Irmgard Gahl, der dieses Werk sehr vertraut war. Und noch dazu hatte ich damals eine Lieblingsplatte, die vom Leben Wolfgang Amadeus Mozarts erzählte, und da spielte natürlich Leopold auch eine wichtige Rolle, und deswegen hat mich das gleich interessiert mit dieser Violinschule und warum so ein junger Komponist überhaupt schon Noten schreiben kann, bevor er Schrift schreiben kann. Zum ersten Mal davon gehört, von der Violinschule, habe ich über meinen Lehrer, Professor Helmut Zetmeier, der sehr kundig war, was diese Violinschule angeht. Ich war 11, als ich zu ihm gekommen bin, und er hat immer wieder zitiert. Also er hat ihn immer wieder im Unterricht herangezogen und gesagt, ja, schon bei Leopold steht. Und das war für mich sehr abstrakt. Also ich habe damit nicht viel anfangen können. Es gibt ja spätere Violinschulen, moderne Violinschulen auch, die anders geschrieben sind. Das sind Methoden, da wird aufgebaut, da kommt ein Beispiel, da kommt ein Volkslied und hier lernen wir das und mit dem nächsten Volkslied lernen wir das. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es aus der Zeit heraus, aus diesem Geist der Aufklärung, ist es zunächst einmal alles wissenschaftlich unter Anführungszeichen vorgestellt. Also 2011 wechselte ich in die Klasse von Professor Gerhard Schulz. Mein Spiel würde sich am besten verbessern, wenn wir ganz, ganz intensiv das A-Dur-Violinkonzert von Mozart einstudieren würden. Und spielte drauf los. Und nach einigen Bemerkungen sagt er mir, pass auf, und Leopold Mozart schreibt in seinem Buch, und ich war sofort schockiert, weil ich eben nicht wusste, dass Leopold Mozart eine gründliche Violinschule geschrieben hat. Ich habe das zum ersten Mal kennengelernt im Jahr 2005, während meinem Studium an der Dresdner Musikhochschule. Im Unterricht, Dirigierunterricht mit dem Herr Professor Klemm. Wir haben gerade Einstudierung von Zauberflöte gemacht, und die erste Anweisung, die ich von meinem Professor bekommen habe, unbedingt dieses Buch zu studieren. Später dann hat, wie Nicolas Hanoncourt unterrichtet hat am Mozarteum, da war ich dann so jüngerer Teenager, da gab es Vorlesungen von Hanoncourt und da lag das Buch mehr oder weniger am Tisch oder war sozusagen bekannt oder im Publikum, wurde da mitgelesen, wurde auch sehr oft zitiert. Ja, ich sehe mich jetzt in der Rolle meines ehemaligen Lehrers, weil ich auch immer wieder aus Leopold Mozart zitiere, mit dem einzigen Unterschied, dass ich davon ausgehen kann und soll, dass die Studenten das selbst auch lesen und nicht wie ich als Elfjährige einfach so denke, okay, wird schon stimmen. Also ich zitiere ihn tatsächlich sehr oft, was auch dem, was ich vom Studenten will, eine besondere Bedeutung gibt. Also wenn ich sagen kann, es steht bei Leopold, dann hat es seine Berechtigung. Aber es sind einfach verschiedene Blickwinkel in der Schule, die extrem wichtig sind, auch stilistisch. Auch am Anfang die Abhandlung, wie viele Arten es von Geigen gibt. Die Geige, die Leopold gespielt hat und kannte, war eine sogenannte, also aus heutiger Sicht eine Barockgeige, damals natürlich eine moderne Geige. Baulich unterscheidet sich die Barockgeige vor allem im Bereich der Schnecke, weil die anders an die Geige anmontiert ist und eine viel höhere Flexibilität hat. Und auch der Winkel des Griffbretts, des Halses zum Körper ist anders, insgesamt flacher. Dadurch hat die Geige weniger Spannung und ist weniger stark. Also dezibelmäßig ist sie sozusagen noch der modernen Geige ein bisschen unterlegen, hat aber dadurch, dass sie diese Flexibilität im Klang hat, auch durch die leichteren baulichen Teile wie Seitenhalter und Griffbrett und Steg, hat sie eine ganz andere Resonanz und andere Obertöne. Darmsaiten deshalb für uns sehr relevant, weil die den Klang maßgeblich verändern. Das Allerwichtigste für mich ist die Geigenhaltung. Das Geigespielen ist nicht natürlich. Diese Haltung ist eben, wenn man schon von Natur spricht, das ist nicht natürlich. Um das zu kompensieren, muss alles andere
wirklich stimmen. Was meine ich mit stimmen? Man muss schauen, dass es locker bleibt. Ich danke Leopold Mozart wirklich vom Herzen, dass er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Zeichnungen in dem Fall darstellt, was ist richtig und was ist falsch. Es gibt zwei Bilder, wie er die Geige hält. Im Frontbild trägt Leopold einen Schal, der dann sozusagen über der Geige ist. Das heißt, es gibt einen deutlichen Abstand zwischen Geige und Kopf. Das ist dieses kinnfreie Spiel, wie wir heute sagen, wo die Hand ganz allein die Geige hält und alle Lagenwechsel nur aus der Hand bewerkstelligt werden. Und dann später in dem anderen Bild in der Violinschule gibt es auch das Bild, wo er ohne Schal gemalt wird, wo dann der Geigenkörper das Kinn durchaus berührt und wahrscheinlich eine leichte Stütze war für die Lagenwechseltechnik. Wirklich berührend ist es, wie genau und wie aufwendig Leopold Mozart zum Beispiel verschiedene Bogentechniken beschreibt. Das geht natürlich alles dann auch miteinander einher, Bogenartikulation mit Phrasierung und auch mit Verzierungskunst. Das waren für mich wichtige Schlagwörter, um mich immer wieder auf diese Schule zu beziehen. Aber es gibt einige Parameter, die da ganz gültig sind, wie zum Beispiel die Tempofragen, die auch in den ersten Kapiteln eher behandelt werden und gleich einmal grundsätzlich viel geklärt wird. Das erweitert den Horizont eines heutigen Musikers enorm, wenn er begreift, dass damals schon ganz klare Vorgaben und Vorstellungen auch zum Beispiel für Tempobezeichnungen gegeben waren, die als vorausgesetzt galten. Ganz allgemein die Kunst des Notenlesens, richtig, denn die Noten sind ja immer nur eine Krücke, die dann die Musik erst übersetzen müssen. Das mit den Auszierungen ist für ihn wirklich ein Kernthema gewesen, würde ich sagen. Der Komponist hat natürlich Vorgaben gegeben, aber es war Kompositionspraxis der damaligen Zeit, dass der Künstler selbst auch noch gefordert war. Die sind davon ausgegangen, dass die Musiker eben dieses Buch studieren. Also da musste nicht Mozart bei einem übermäßigen Schritt dazu schreiben, wie das Leopold Mozart tut, musste nicht schreiben Piano und danach Forte. Die Regeln für die Interpretation von der Artikulation, von Vorschlägen, von Phrasierungen, von der Dynamik, plötzlich war mir das Licht aufgegangen. Diese ganze Formel, die da drinnen standen, plötzlich wurden sie lebendig. Leopold Mozarts Violinschule ist eine sehr wichtige Quelle für natürlich die Literatur von Wolfgang Amadeus Mozart. Also man kann eigentlich auch Literatur, die davor geschrieben wurde, sehr gut durch diese Brille sehen. Und natürlich auch Literatur, die danach geschrieben wurde, also später Haydn und so weiter, aber es hat sich dann doch relativ schnell, also durch dieses andere Denken nach der Französischen Revolution, auch in der Ausbildung und durch die Entwicklung des Bogens vor allem auch deutlich Stilistisches geändert. Viele dieser Regeln zum Beispiel auch auf Haydns Musik sehr gut angewendet werden können und würde es dann auf die ganze Wiener Klassik beziehen, wenngleich auch natürlich die ganz großen Vertreter jetzt ein Ludwig van Beethoven oder ein Franz Schubert schon auch wieder ihre eigenen Artikulationsmethoden notiert haben, die aber aus dem herauswachsen. Und ich denke, ein jeder Streichermusiker soll diese Violinschule kennen. Es geht die ganze Zeit in diesem Buch über Ausdruck und auch über Geschmack und dass jeder Interpretator wurde eben nach seinem musikalischen Geschmack beurteilt. Alle meine Bemühung, die ich in Verfassung meines Buches angewendet habe, zielt dahin, die Anfänger auf den rechten Weg zu bringen und zur Erkenntnis und Empfindung des guten musikalischen Geschmackes vorzubereiten. Also wie gesagt, es geht nicht darum, am Ende auf eins einen Abstrich zu spielen und das sozusagen kapiert zu haben oder den richtigen Fingersatz zu spielen, sondern es geht eben um die Empfindung des guten musikalischen Geschmacks. Und dafür ist es ein perfekter Begleiter. Er hat von dem Geigenschüler erwartet, dass er gesamthaft als Musiker sich bildet. Das ist heute in der Ausbildung nicht ganz so vielschichtig, aber die Kenntnis, was hinter einem Stück steht, welche Harmonien da sind, welche Komplexität in dem Werk drinstecken, das gehört meistens in die Nebenfächer.
und nicht ins Hauptfach des Geigenunterrichts. Und das finde ich bei Leopold so spannend, dass das war alles sein Unterrichtsmaterial. Er hat vom Geiger erwartet, dass er über alles Bescheid weiß, über das gesamte Dasein als Musiker und nicht nur über die linke Hand, die heute so wichtig ist. Wenn man das liest, kommt man in ganz engen Kontakt mit der Person, die das geschrieben hat. Wie er nach und nach von technischen Sachen bis zu wirklich Stilistik, guten Geschmack, alles methodisch erklärt, kann man wirklich sagen, dass das sehr intelligenter Mensch war. Sehr gebildet, auch Virtuose, bekannter Komponist zu seiner Zeit. Ein sehr ehrlicher Typ, der versucht zu ordnen, aber ganz genau weiß, dass diese Kunst, aber dieses Metier, Geige spielen, nur funktioniert, wenn du sozusagen das in dir geordnet hast, aber der Geist natürlich unglaublich lebt. Ja, die Lektüre der Schule würde ich vielen Leuten empfehlen, die die Ausführung von Musik eigentlich, muss ich sagen, und die Details davon Interesse haben. Ich möchte jetzt nicht die Violinschule zur Bibel der Violinkunst erheben, sondern sie ist nur ein unglaublich wichtiges Dokument in einem Kristallisationspunkt der Musikgeschichte, den wir mit Wolfgang Amadeus Mozart einfach haben. Und mit dieser Violinschule lernen wir kennen den Grund, die Unterlage, die er als Musiker mitbekommen hat über seinen Vater. Das ist dokumentarisch und fachlich unheimlich interessant. Faszinierendste ist, wie genau Leopold Mozart das auch in Worte fasst. Ja? Also es gibt auch Geigenprofessoren, die einfach so sich hinsetzen, ohne dass sie irgendwas zeigen, einfach können alles verbal ausdrücken. Und so einer war eben Leopold Mozart. Und dass er sich hingesetzt hat damals und das alles aufgeschrieben hat, neben seiner Tätigkeit als Geiger, das zeugt wirklich von einer ganz, ganz großen Kollegialität, Nächstenliebe und ja, einfach welcher Liebe zur Musik, zur Violine und zu den Menschen.